Sind ja Autor mehrerer interessanter Bücher, unter anderem das RAF-Phantom, der Schlusssache Terror, wer die Welt mit Angst regiert. Und in ihrem Buch Lügen im Weltraum, von der Mondlandung zur Weltherrschaft, zweifeln sie sogar die Landung der Amerikaner auf dem Mond an. Würden sie sich selbst als Verschwörungstheoretiker bezeichnen? Na, ich würde mich nicht als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, weil das ist für mich ein Kampfbegriff, der von den Verschwörern benutzt wird, um alle in die Ecke zu drängen, die ihren Verschwörungen versuchen, auf die Spur zu kommen. Und darüber hinaus ist das ja auch ein sehr merkwürdiger Begriff, weil sie müssen ja überlegen, früher hat man das, was ich mache, aber das, was auch andere, viele andere Kollegen immerhin noch machen heute, früher hat man das als Hintergrundjournalismus bezeichnet, ja. Oder als investigativen Journalismus. Also das waren eben Leute, die haben nach Verbindungen gesucht, nach Namen, nach Firmennamen und so weiter und haben versucht, irgendwo Verbindungen aufzudecken. Und das war früher eben investigativer Journalismus oder Hintergrundjournalismus. Und weil man den nicht mehr haben will, nur deswegen nennt man den heute Verschwörungstheorie. Also an dem Begriff Verschwörungstheorie können wir erkennen, dass sowas nicht mehr erwünscht ist hierzulande. Solche Nachforschung und jeder, der im Grunde nachdenkt, der Fragen stellt, der setzt sich sofort der Gefahr aus, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet zu werden. Die Nachfrage ist sehr stark gestiegen, auch an Büchern. Der Bedarf an Hintergrundrecherchen ist sprunghaft angestiegen. Warum? Weil natürlich durch die gleichgeschaltete Berichterstattung eine Glaubwürdigkeitslücke entsteht und auch eine Informationslücke entsteht. Also die Menschen merken einfach, man erzählt ihnen nicht mehr alles. Ja? Und daher haben sie plötzlich den Bedarf nach ganz anderen Ansichten und nach anderen Informationen und greifen zu Medien, die ihnen sagen, hey, pass auf, ich erzähle dir eine andere Geschichte. Vielleicht erzähle ich dir sogar die wahre Geschichte oder ich erzähle dir zumindest etwas mehr von der ganzen Wahrheit. Und das kommt einfach, da sind die etablierten Medien selber sozusagen dran schuld. Durch die Kontrolle, durch die Einseitigkeit dieser Medien kommt das und dadurch ist überhaupt dass dieser Bedarf entstanden. Wie hat man sich eigentlich als Laie die klassischen Verschwörer, die dunkle Seite der Macht, sage ich jetzt mal so, vorzustellen? Wer steckt dahinter? Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil also erstmal muss man ja nach den Interessen suchen. Ich glaube, dass es bei verschiedenen, ja, wie sag ich, Ereignissen auch verschiedene Interessen geben kann und demgemäß auch verschiedene Interessenträger. Also, und wenn wir den Interessen folgen, dann kommen wir normalerweise auch zu den Interessenträgern und es könnte sein, dass wir dann auch den Verschwörern schon sehr nahe sind. Aber den typischen Verschwörer, den könnte ich Ihnen jetzt eigentlich nicht beschreiben. Der Klassiker ist ja so die Illuminaten, sage ich jetzt mal, ne? Der oft, ja, oft erwähnt. Ja, aber das ist so, dass es in diesem Bereich ganz schnell verschwommen wird. Ja. Oder Geheimdienste, ist auch ein großer Klassiker, gerade bei... Ja, Geheimdienste ist... würde ich noch am ehesten als die klassischen Verschwörer bezeichnen, weil das ist ja glattweg ihr Beruf. Sie tun ja nichts anderes, als im Geheimen auf geheime Ziele hinzuarbeiten. Und das ist ja die klassische Definition von Verschwörung. Ja? Eine Verschwörung ist dann gegeben, wenn mehrere Personen im Geheimen auf ein geheimes Ziel hinarbeiten. Und das tun ja die Geheimdienste. Und das Absurde ist, dass wir das alle noch bezahlen. Nach Ihren umstrittenen Film Aktenzeichen 11. September ungelöst, den Sie zusammen mit Willy Brunner produziert haben, hat der WDR 2003 die Zusammenarbeit mit Ihnen aufgekündigt. Angeblich haben Sie die Inhalte eines Interviews verfälscht. Haben Sie mit solchen Reaktionen gerechnet? Also mir war schon klar, das ist natürlich eine rein politische Reaktion gewesen. Also das hat mit Inhalten, mit irgendwelchen Verfälschungen oder so überhaupt nichts zu tun. Sondern der Film und die O-Töne wurden ganz normal, wie das im Journalismus üblich ist, von uns bearbeitet. Die Hintergründe sind aber, das war mir gleich klar, politisch gewesen. Und es war mir sogar schon bei der Ausstrahlung klar, dass das natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Tja, man konnte schon darauf warten, was jetzt wohl kommen würde. Ich habe mir aber nicht vorgestellt, dass man hierzulande dann praktisch eine Art Berufsverbot erhalten kann, neuerdings. Und dass man hier also ausgegrenzt wird, wenn man bestimmte brisante Themen anspricht. Am 11. Oktober hat der umstrittene Politiker Jörg Haider einen tödlichen Autounfall gehabt. 21 Jahre vorher lag am selben Tag Uwe Barschel mit Hemd und Krawatte tot in der Badewanne. Wir sind selbst nicht davon überzeugt, dass Haider einen ganz normalen Autounfall hatte. Warum nicht? Das kann ich Ihnen eigentlich relativ leicht erklären, weil ich weiß noch genau, woran ich in der allerersten Sekunde dachte, als ich das Bild von diesem zerschmetterten Auto gesehen habe. In der allerersten Sekunde ging mir eigentlich nur ein Wort durch den Kopf und das lautete Herrhausen.
Also der Vorstandssprecher der Deutschen Bank wurde 1989 auch in einer großen Limousine in die Luft gesprengt. Und das Bild war also fast genau das gleiche. Die große schwarze Limousine stand völlig zerstört mitten auf einer weniger befahrenen Straße und umringt so ein bisschen von Trümmern. Und das hat mich also sofort daran erinnert. Das war mein erster Eindruck. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was kann hier eigentlich wirklich passiert sein? Denn wir wissen ja, dass dieser Herr Haider im Zentrum von ganz vielen Interessen stand in Österreich, dass er also jetzt zurzeit wieder einen Aufschwung genommen hat, dass wieder ein glänzender Aufstieg vor ihm stand, dass er wieder zur Schlüsselfigur der österreichischen Politik zu werden drohte. Und just in diesem Moment erleidet der Mann also einen schweren Unfall und ist sofort mausetot, Klappe Zufall abgeschlossen. So haben ja die Behörden da reagiert. Und da haben bei mir eigentlich alle Alarmlampen geleuchtet. Ja, ein bisschen zu viel Zufall. Und ich habe dann eben angefangen zu recherchieren. Natürlich sind die Autos von Haider und Herrhausen nicht identisch zerstört, sondern das Auto von Alfred Herrhausen wurde ja wirklich anerkannterweise gesprengt. Während das von Herrn Haider hatte bisher noch ein gewisses unklares Schicksal erlitten, aus meiner Sicht. Also es hat nicht das Schicksal erlitten, das uns hier präsentiert wird, von wegen im Suff von der Fahrbahn abgekommen, sich überschlagen und dann mausetot. Also das passt überhaupt nicht zu dem Fahrzeug, denn normalerweise übersteht man in so einem Fahrzeug einen Überschlag relativ unbeschadet, denn dieser VW Phaeton zählt einfach zu den sichersten Fahrzeugen, die wir überhaupt kennen. Auf Ihrer Webseite haben Sie das ja auch noch mal ein bisschen behandelt, Beobachtungen am Unfallort von Jörg Haider. Die Frage nach den Urhebern eines solchen Komplotts gegen Haider lassen Sie allerdings offen. Ja, die lasse ich offen, weil es ist für mich ja auch, ich habe jetzt mittlerweile 4 Artikel darüber geschrieben. Das ist auch für mich eine Entwicklung gewesen und am Anfang ist das für mich noch vollkommen offen gewesen, auch jetzt mal rein auf der intellektuellen Ebene. Ich habe ja vorhin von der assoziativen Ebene gesprochen, als ich diesen Vergleich zu dem Herrhausen-Auto gezogen habe, aber auf der intellektuellen oder sachlichen Ebene war das erstmal offen, ob es sich um ein Attentat gehandelt hat. Deswegen bin ich einfach mal diesen Beobachtungen am Unfallort sozusagen nachgegangen, beziehungsweise auf den Fotos, auf sehr vielen Fotos vom Unfallort. Offiziell ist er jetzt 1,8 Promille. Auch dazu haben wir was geschrieben schon. Das kann schon sein, aber das Merkwürdige ist natürlich, dass Herr Haider nach allen Aussagen von seinen Bekannten und engsten Mitarbeitern überhaupt nicht, jetzt sage ich mal populär, als Schluckspecht bekannt oder verschrien war. Und dass er auch an diesem Tag praktisch überhaupt keinen Alkohol getrunken hat und dass er dann hätte hingehen müssen, um in 1-2 Stunden sich also 1,8 Promille sozusagen mit Gewalt anzutrinken. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Das Merkwürdige ist dann auch, dass er jetzt nicht etwa dann in seiner Klagenfurter Wohnung bleibt, um seinen Rausch auszuschlafen, sondern dass er dann meint, er müsste noch nachts um 1-2 zu seiner 90-jährigen Mutter brettern, die sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt gefreut hat, wenn da ein sternhagelvoller Landeshauptmannsohn daherkommt. Also das passt alles nicht so richtig zusammen. Die Mutter hatte am nächsten Tag 90. Geburtstag. Auch da stelle ich mir jetzt nicht vor, dass man sich am Abend vorher dermaßen betrinkt. Jedenfalls hätte das, glaube ich, nicht zu Herrn Haider gepasst, dass man sich dermaßen betrinkt, dass man dann am nächsten Tag bei dem 90-jährigen Geburtstag der Mutter keine gute Figur mehr macht. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, gleich mir ein neuestes Buch vorzustellen. Verheimlicht, vertuscht, vergessen, was 2007 nicht in der Zeitung stand. Was können Sie uns darüber erzählen? Also das Buch ist jetzt schon nicht mehr so ganz neu. Ja. Das ist also im Januar jetzt erschienen, 2008, und ist ein kritischer Rückblick gewesen auf das Jahr 2007. Und die Idee von mir und meinen Verlegern war einfach die, man sollte einfach mal so ein Jahr auch kritisch hinterfragen. Also ich habe das ja vorher schon mit vielen Themen gemacht, aber wir kamen dann eigentlich auf den Gedanken, hey, das müsste man doch eigentlich mal mit den Alltagsthemen auch machen oder mit den Themen, die uns übers Jahr gesehen da in der Tagesschau begegnen. Und man müsste da die Frage stellen, ist das wirklich schon die ganze Wahrheit oder hat man uns da was verschwiegen oder gibt es noch eine andere Wahrheit? Und das war eigentlich die Idee von dem kritischen Jahresrückblick 2007, den wir jetzt auch 2008 fortsetzen werden und der dann hoffentlich sogar schon im Dezember erscheinen kann. Also jetzt im Dezember kommt schon die Fortsetzung gleich. Ja, also es ist erstaunlich, man findet eigentlich immer mehr.